Hallo, liebe Reiter des Sandwurms. Heute möchte ich dir zeigen, wie du unter Linux zusätzliche Software installieren kannst. Im Gegensatz zu Windows steht unter Linux ein Großteil der Software in den sogenannten Repositories der Distribution zur Verfügung. Das heißt, du musst nicht wie unter Windows mühsam auf die einzelnen Webseiten der Softwarehersteller gehen und dir die Anwendungen herunterladen. Zur Installation gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier einerseits eine grafische Paketverwaltung. Je nach Distribution gibt es auch einen App Store oder etwas Ähnliches. Startest du diese, musst du zunächst dein Passwort eingeben. Kommt kurz ein Warnhinweis, den kannst du ausblenden das nächste Mal. Und als Beispiel möchten wir heute den Webbrowser Firefox installieren. Unter TuxWiz nutzen wir standardmäßig den Webbrowser Falcon. Das ist der Fall, weil Falcon sehr leichtgewichtig ist und auch auf älterer Hardware noch gut läuft. Möchtest du nun trotzdem den Firefox-Browser verwenden, können wir den hierüber nachinstallieren. Darüber wählen wir die Suche, geben Firefox ein, scrollen etwas runter. Hier finden wir schon die Firefox-Applikation. Zum Installieren vormerken. Zusätzlich gibt es noch Sprachpakete für Firefox. Diese fangen hier mit entsprechenden Namen an. Bei Firefox gibt es unter TuxWiz zwei Versionen. Einmal eine sogenannte ESR-Version, das ist die langzeitsupportete Version von Firefox, oder aber auch die neueste Firefox-Version. Für die neueste Firefox-Version heißen die Sprachpakete Firefox-L10N- den Namen deines Landescodes. In unserem Fall wäre das DE. Also werde ich auch hier Firefox L10N.de zum Installieren vormerken. Nun kann ich hier über diesen Knopf anwenden, alle Änderungen, die ich hier vorgemerkt habe, tatsächlich installieren. Hier kann ich es nochmal prüfen, da sehe ich Firefox, Firefox-L10N-DE. Sage ich Anwenden. Jetzt fängt er hier an, die entsprechenden Pakete aus den Repositories der Distribution herunterzuladen. Kann ich hier auch nochmal den Status angucken. Ist ja relativ schnell mit fertig. So, jetzt tut das noch installieren. Und schon ist er fertig damit. Wie wir wissen, wird das neue Applikation nicht standardmäßig in dem Menü von ISVM eingebaut, weil wir da zuerst den Menümaker aufrufen müssen. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Wir gehen hier in den Dateimanager Sunar, wählen Ctrl oder Steuerung H, um die versteckten Dateien anzuzeigen, gehen hier in den Ordner .ISVM, gucken unter Startup und wählen hier diese Zeile zum Generieren des Menüs aus. Ich mache nochmal den Zeilenumbruch ein, die endet mit FI. Dann paste ich die hier rein und dann schauen wir mal, ob die Applikation im Menü angekommen ist. Sollte ja unter Netzwerk zu finden sein, da ist der Firefox schon. Damit wir jetzt nicht jedes Mal hier die Mühe haben, können wir mit einem sogenannten Alias arbeiten. Das Alias hilft uns, bestimmte Befehle über eine Abkürzung schneller ausführen zu können. Dazu schauen wir mal, dafür gibt es eine Datei, die können wir uns anschauen. Schauen wir uns aber jetzt erstmal hier an, im Home-Verzeichnis, mache ich mal ein bisschen größer, .bash-aliases. Da siehst du, ich habe hier einen Alias rm, der sagt eigentlich rm-i. Das heißt, rm ist ein Befehl zum Löschen von Dateien. Wenn ich rm ausführe auf der Kommandozeile, wird eigentlich rm-i ausgeführt. Machen wir doch mal einen neuen Alias. Alias Menü gleich, dann das einzelne Hochkomma. Dort füge ich jetzt auch wieder den Befehl ein. Muss ihn hier noch entsprechend mit dem Hochkomma wieder schließen und speichere die Datei. Diese Änderungen werden jetzt aktiv, wenn du eine neue Shell aufmachst. Ich schließe diese also mal. Mache eine neue Shell auf. Und gib einfach Menü ein und schon wird das Menü neu generiert. Damit hast du es nächstes Mal viel einfacher. Jetzt ist es aber so, hier unten seht ihr ja den Webbrowser. Das
ist ja immer noch der Falcon. Wenn ich den nochmal starte, startet immer noch der Falcon. Jetzt möchte ich aber, dass hier auch der Firefox gestartet wird. Schauen wir mal, wie das geht. Diese Einstellung hier unten, diese Icons hier, die gehen über die Datei im ISVM-Ordner. Die heißt Toolbar. Hier seht ihr die einzelnen Programme, die da aufgelistet werden. Hier ist ein Programm Terminal mit einem entsprechenden Icon und da steht, was dadurch geöffnet wird. Hier ein X-Terminal Emulator, File Manager, das ist unser Suna, den findet ihr hier unten. Mail, das ist Thunderbird und Web öffnet aber nicht Firefox, aber auch nicht Falcon, sondern eine Anwendung, die heißt XWWW-Browser. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Alternative. XWWW-Browser ist eine Alternative, die einen bestimmten Browser über einen Link öffnet. Das können wir uns angucken in CDETC Alternatives. Sieht man all diese Alternatives. Die gibt es nicht für alle Programme, aber für ein paar Programme gibt es die. Jetzt schauen wir mal ls-al, also die Langform von der Ausgabe. XWWW-Browser, oh, das zeigt auf Falcon. Das heißt, wenn ich XWWW-Browser in der Kommandozeile eingebe oder hierüber starte, startet eigentlich Falcon. Zur Konfiguration dieser Alternativen gibt es eine grafische Applikation. Die finden wir hier unter den Einstellungen Alternativen-Einrichter. Machen wir auch mal ein bisschen größer, dann ziehe ich das hier noch rüber. Scrollen mal ganz runter, wir haben uns erinnert, das heißt XWWW-Browser und siehe da, jetzt wird mir hier auch Firefox angeboten. Ich klicke das also an, muss hier auch nochmal das Passwort eingeben, weil das sind Systemeinstellungen, die sind fürs ganze System gültig. Und jetzt schauen wir hier nochmal das ls-al an und siehe da, der Link zeigt nun auf Firefox. Jetzt müsst ihr eigentlich durch einen Klick auf dieses Web-Icon der Firefox-Browser starten. Probieren wir es doch mal aus. Ja, super. Also, du hast erfolgreich Firefox in der neuesten Version und in Deutsch auf deinem System installiert. Nächstes Mal zeige ich dir, wie du Programme auch über die Kommandozeile installieren kannst. Viel Spaß damit und bis bald. Tschüss.